Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Apokalypse, das war wieder der Hund. Und ich streame das Ganze, also soll ich auf Fragen oder so eingehen. Wundert euch nicht. So, Kevin ist zum Beispiel drin. Ja, ich kann es lesen, Kevin. Und ich nehme jetzt eine Tasche, denn das soll man tun. Zudem soll man bauen nur mit einem passenden Werkzeug ab. Glaslaubranken dürfen immer abgebaut werden. Verlasse nicht die Glaskuppel. Du Arsch! Hier ist Blut, Junge. Ja, weil du mich geschlagen hast. Ich wollte das Ganze ja nur demonstrieren. So, also man sieht jetzt hier Blut. Wenn Blut verloren geht, merken das die Zombies. Und, dein Ernst, Kevin? Merken das die Zombies und kommen direkt hier hin. Das ist dann natürlich problematisch. Geschrieben hat das Ganze zusammen jetzt, also es sind eigentlich nur Mods, die von vornherein, ach egal, es war super. Also ich habe es bearbeitet, zum Großteil ein Modpack erstellt und die restliche Scheiße. Genau, also alles war Lars. So. Was willst du mich verarschen? Unter anderem. Ich werde dich umbringen. So, man hat am Anfang eine Pistole, ein Messer und halt alles, was man in DayZ auch hatte. Und ich öffne. Ich würde das nicht alles aus dem Rucksack packen, den darfst du nämlich übrigens behalten. Und ich öffne mal die Tür. Roman hat ein Foto geschickt. Also, naja. Wir beginnen meistens in die Jägerhütten zu gehen. Da unten sind welche. Und ja, auf der Map sind wie zum Beispiel bei Hunger Games Kisten versteckt mit Waffen, Munition und sonstigem Scheiß. Und ja. Da ist Tupa. Kiste! Ja. Nein! Ah, Rollkiste. Oh, schön. So. Siehst du eine Sniffer? Nee, ich nehme lieber die Halbautomatik gleich. Ich weiß nur, wo die ist. Ich nicht. Ich weiß nur, dass hier irgendwo noch der Panzer versteckt ist. Die Schnieper darfst du dann gerne behalten. Verdammt. Jo, im Hintergrund. Scheiße. Hört man noch die offizielle DayZ-Musik? Und da kommt schon ein Zombie. Junge, du hast mich mit angeschossen. Ups. Das war kein Versehen, oder? Doch. War mal generieren tut man sich. Scheiße, wo geht's zum Fluss? So. Du weißt, Messer und das Schweizer Taschenmesser da sind unendlich. Okay. So wie die Taschenlampe in der ist ja tot. Die Taschenlampe hält unendlich lang? Keine Ahnung. Ich hab's nie gespielt. Echt nicht? War so geil. War? Ja. Ist gestorben? Ja. Oh. Oben mal wieder zu lang gevögelt. Ja. Täglich, ne? So, was ist da vorne? Okay. Laub durfte ich die ganze Zeit abbauen, ne? Ja. Mein Gott, ich hab dich verloren. Den Zombie meiden wir mal. Zombie! Ja, ich seh ihn schon. So. Oh, mit Messer kannst du nicht blocken. Nur, dass du das nicht verwechselst. Ich stehe hier am Flussufer. Bei dem Wasserfall da. Wo bist du? Flussufer bei dem Wasserfall. Ich bin bei der Brücke. Ach, du bist schon da. Wir sollten zusammenbleiben, nicht wie beim letzten Mal. Ach, du kennst mich, Schatz. Ich komme zurecht. Schatz? Coca-Cola-Werbung. Kennst du die nicht? Wurde er da mit dem Helikopter abgeholt? Ja, ich heiße Tim. Das solltest du immer bedenken. Ja, und? Unos Steaker. Like a Boss hast du das gemacht. Ja, ne? Voll hart hier. Wir sind so übel hardcore, Junge. Ach, war die da so unten drin? Ja, hier war die Halbautomatik drin. Das wusste du ich. Du weißt, der einzige Unterschied zwischen der und der Snipper ist, dass die Snipper ein Scope hat? Ja, allerdings ist der Scope, scheiße. Bams! Verballer deine Signalrakete nicht, die ist witzig. Wo gehen wir hin? Gut, schreibt jetzt in die Kommentare, wo wir hingehen sollen. Ja genau, das schreibt mal, wo wir hingehen sollen. Die Map ist riesig, also nicht wundern.
Wow! Scheiße. Gobo, musst du wieder am Sterben? Gobo, wir müssen irgendwo hin. Ist das Holzschwert stärker als? Ja, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zwei Alternativen. Die schreiben nix zu dem nach Hause. Also, wir sollen in die Siedlung. Gobo. In die Siedlung? Wo ist die Siedlung? Hier drüben. Wo? Ich sehe dich nicht. Okay, da drüben. Und übrigens, die Zombies können auch ranken, klettern. Ja, die haben ein paar Intelligenz-Mods drin. Dafür spawnen hier halt nur noch Zombies. Also sind sie schon mal intelligenter als Max, weswegen wir echte Probleme am Ende bekommen können. Ich bin intelligent. 3 plus 5 ist 71. Hey, das hat ja fast gepasst. Du machst echt Fortschritte. Glas da wieder kaputt machen und hier hoch. Ach. Da drüben ist irgendwo eine Kiste. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ich will sie haben. Dann geh ran, ich beschütze dich. Sollen wir nicht langsam mal in die Mitte? Du willst in die Mitte? Weißt du nicht, was die letzten drei Mal passiert? Ich bin gleich tot. Ich verreck hier gerade. Ich bin runtergefallen. Spring mir nicht nach, das wäre Selbstmord. Ach du Scheiße. Ich bin hier nachgesprungen. Komm hier hoch. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich renne. Wo bist du? Bist du wieder oben? Ich bin wieder im Haus. Hier kommt die Treppe hoch. Ich glaube, ich verrecke gleich jetzt schon. Nicht nur du, mein Freund. Nicht nur du. Wow, ich bin auch im Haus. Ich bin auch im Haus. Ja, aber ich habe nur noch 2 HP. Was? Warte, du kannst hier übers Fenster aufs Dach. Ja, okay. Ich bin schon das. Verdammt, ich bin ins Scope gewechselt. Ich will hier wieder raus. Was war in der Kiste? Ich weiß es nicht, Junge. Okay, das war jetzt mal ein Fail. Okay, das war die Folge, also das war jetzt Folge 1. Wir sehen uns das nächste Mal bei Folge 2. Bis ja, okay, zum nächsten Mal. Ciao. Und übrigens, die Zuschauer sehen eigentlich nicht die Videoübertragung, aber ich mache das gerade. Okay. Ja,